Lass mich dein Zeug tragen. Ich bin Verzeihung, habt ihr möglicherweise Erfahrungen im Kämpfen? Lasst mich, Milord. Ein vielbenutztes Schwert, ein gestählter Körper. Ich erwäge, Begleitung anzuheuern, und ihr scheint mir die Ausgabe wert zu sein. Stehen die Dienste eurer starken Arme unter Umständen zur Verfügung? Wobei wären sie denn behilflich? Nun, ich bin geradezu besessen von semekischer Geschichte und wünsche, die Ruinen in der Nähe zu erkunden. Und für den Fall, dass ich Wegelagerern oder den hier beheimateten Bestien begegnen sollte, benötige ich einen gestandenen Begleiter. Falls ihr akzeptiert, erhaltet ihr nicht nur einen Lohn materieller Natur, sondern profitiert auch von dem wahren Schatz, der dort wartet, der reichen, wechselvollen Geschichte von Semekis. Und? Hattet ihr je ein grandioseres Angebot? Ich bin dabei. Fantastisch! Dann kommt, wir brechen auf. Und wohin gehen wir? Wir folgen dem alten Semekis-Pfad und dann weiter ins Abenteuer. Habt Eil, so vieles will entdeckt werden. Warte. Viel Glück mit den Wegelagerern. Ich sorge wohl besser dafür, dass ihm nichts passiert. Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung. Das war's dann. Hier gibt's keine Kristalle. Ganz wie ich erwartet habe. Los, rückt eure Gill raus, wenn euch was am Leben liegt. Nicht verletzt? Ganz und gar nicht, mein Bester, dank eures zeitigen Eingreifens. Doch viel wichtiger, wir sind am Ziel. Kommt, richtet euer Augenmerk auf das Wunder vor uns. Ruinen, faszinierende Überreste der Gefallenen. Ein so alltäglicher Anblick, dass der Mensch sie oftmals kaum bemerkt. Imposante Gefährte, gestürzt vom Firmament. Wir nennen sie Luftschiffe, indes begreifen wir ihr wahres Wesen nicht im Geringsten. Verratet mir doch bitte, ist euch an diesen Ruinen nicht eine gewisse Besonderheit aufgefallen? Während es uns kaum möglich ist, den Ruinen auch nur Kratzer beizubringen, wurde das vor euch liegende Konstrukt im Zuge der Entstehung der letzten Sünde präzise durchtrennt. Zweifellos ein aufregendes Rätsel und doch nur eines der Enigmen, die Semekis so zahlreich birgt. Kommt, mein Bester, die Expedition geht weiter und wir haben noch so viel zu lernen. Eins muss man ihm lassen. Leidenschaft hat er. Gut so. Also gut. Wer wird zuerst?
Schnapp sie! Dieser Ausflug wird noch böse enden. Oh, das wäre ganz und gar inakzeptabel. Wo sich uns doch solche Herrlichkeit darbietet, seht die letzte Sünde in all ihrer Pracht. Moss berichtet uns von einer Schlacht, welche hier dereinst stattfand. Eine Schlacht von solcher Gewalt, dass sie einen kolossalen Krater in eben jenen Erdboden riss, auf dem sie tobte. Und die Götter zürnten den Menschen, denn sie griffen nach ihrem Heiligtum. Schrecklich ward ihre Rache, welche auf das Land hinabregnete. Die Wahrheit bleibt wohl im Dunkel der Zeit verborgen. Und doch kann ich die Hoffnung nicht aufgeben. Nun, das soll uns jedoch nicht verzagen. Es gibt noch mehr zu bestaunen. Mir nach, die Geschichte wartet! Alles noch heil? Ja, ich glaube schon. Wieder einmal nur dank euch. Und wieder einmal bin ich von eurem Können beeindruckt. Diese kuriosen Geschöpfe, wir Fachmänner bezeichnen sie als Echos. Zwar führen die Chroniken des Moss wie auch die Legenden den Fall von Semekis auf die Götter zurück, deren Zorn über die Menschheit kam, doch die Hintergründe sind nebulös.
könnten jene Ruinen ein Hinweis sein? Exquisite Meisterwerke von vollendeter Schönheit. Stellte die Errichtung solcher Wunder in den Augen der Götter möglicherweise einen Übergriff auf ihren Hoheitsbereich dar? Allein, es ist alles graue Theorie. Eines Tages erfahre ich womöglich die Wahrheit. Bei so viel Leichtsinn ist das unwahrscheinlich. Ihr habt recht, natürlich. Und ihr habt mich nicht nur mehrmals dem sicheren Tode entrissen, sondern ertragt auch mein Geschwafel mit erstaunlichem Gleichmut. Das freut mich, aber sind wir nicht zum Erkunden der Ruinen gekommen? Ich muss gestehen, dass ich eventuell nicht ganz ehrlich war. Im Grunde verlangte es mich lediglich nach einem Zuhörer. Wisst ihr, selbst die anderen Gelehrten auf dem Gebiet verlieren langsam die Geduld mit meinen Theorien. Deswegen kam mir der Gedanke, einen Begleiter anzuheuern, der würde mir zuhören müssen. Darum ging es ja also. Ich fürchte, so ist es. Und nun, mein Bester, wird es höchste Zeit für uns zurückzukehren. Na gut, bitte keine Alleingänge mehr. Ich hatte einen wunderbaren Tag. Hier, eure Belohnung für euren exzellenten Schutz und noch ein kleines Trinkgeld für eure Mühen. Wie ich sehe, scheinst du Eloise behilflich gewesen zu sein. Wärst du so gut, mir dieselbe Güte zu erweisen? Vielleicht. Was soll ich tun? Jemanden finden. Weißt du, ich habe Probleme mit Dieben. Und trotz aller Bemühungen kann ich sie nicht davon abhalten, sich einfach an meinen Lieferungen zu bedienen. Vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem Freund darüber beklagt. Er hat mir angeboten, die Schuldigen zu finden. Josef ist zwar ein Söldner und ein guter noch dazu, aber er ist schon seit Tagen weg und ich befürchte das Schlimmste. Wohin könnte ihn seine Suche geführt haben? Auf die Zemeckisstraße vielleicht? Er meinte, dass sie wohl kaum länger hier in Boklad bleiben würden als nötig. Josef hatte es schwer im Leben. Seine Mühen haben den Armen schon früh ergrauen lassen. Ich bete nur, dass er nicht wegen etwas Getreide getötet wurde. Ich glaube nicht, dass es viele grauhaarige Söldner gibt. Hoffentlich hat ihn jemand gesehen. Das war's dann. Papa, ich bin hungrig. Was willst du? Ich hab keine Gill. Ich hab nur eine Frage. Ist ein Söldner hier vorbeigekommen? Er hat graue Haare. Jetzt, wo du's sagst. Vor einer Weile habe ich da draußen einen jungen Mann mit einer silbrigen Mähne herumschleichen sehen. In welche Richtung ist er gegangen? Woher soll ich das wissen? Ich denke, er ist der Straße gefolgt. Warum tust du nicht dasselbe und lässt mich in Ruhe? Thank you.
wollen keinen Ärger. Ich auch nicht. Ich suche jemanden. Einen grauhaarigen Söldner. Wir haben keinen gesehen. Doch haben wir. Er ist die Felsen hochgeklettert. Die da drüben. Er ist ihnen wohl auf der Spur. Ich darf da nicht hin. Mama sagt, da oben gibt's Goblins, die kleine Jungs auffressen. Ruhe jetzt. Du hast schon genug geplappert. Aber du hast mir das doch gesagt. Du solltest besser auf deine Mutter hören. Diese Diebe ihre Beute wirklich den ganzen Weg hier hochgeschleppt? Ich glaube, wir haben die Übeltäter gefunden. Sie freuen sich nicht, mich zu sehen. Fass! Bringen wir es hinter uns. Halt! Töte ihn nicht. Er beschützt nur sein Zuhause. Josef. Der Junge hatte recht. Wer bist du? Deine Freundin hat mich geschickt. Sie hat befürchtet, dass dir etwas zugestoßen ist. Bin ich schon so lange fort? Die Diebe zu finden war nicht schwer. Das Problem war, zu entscheiden, was ich mit ihnen machen sollte. Die Dinge sind also komplizierter, als sie scheinen. Mir war schon klar, dass es keine gewöhnlichen Banditen waren, noch bevor ich den Markt verlassen hatte. Weißt du warum? Unsere Diebe hatten kein Interesse an Gold oder Gil oder Dingen, die sie nicht essen konnten. Außerdem gab es Gerüchte über Goblins in der Gegend. Da musste ich nur noch 2 und 2 zusammenzählen. Ihre gemütliche Zuflucht fand ich dann auch schnell, mitsamt des vermissten Essens. Ich habe mich voller rechtschaffener Wut auf sie gestürzt. Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht heimisch. Sie wissen nicht, wie man in einer so kargen Gegend überlebt. Deshalb bringe ich es ihnen jetzt bei. Sobald sie jagen und Futter suchen können, riskieren sie ihre Hälse sicher nicht mehr in Boklad. Beeindruckend. Ich wusste nicht, dass man sich mit Goblins verständigen kann. Tu mir einen Gefallen. Sag Queta, dass ich in Sicherheit bin. Ich komme zurück, sobald ich hier fertig bin. Oh, und erwähne nicht die Goblins. Ich will nicht, dass die Leute mit Heugabeln herkommen. Jetzt, wo die Meute nichts mehr stiehlt. Dein Geheimnis ist sicher. Vielen Dank. Für alles.
Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung zum besten Preis. Josef lebt. Er will nur noch ein paar offene Fragen klären. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Er versteht zweifellos sein Handwerk. Er hat eure Diebe gefunden. Und ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich bin wirklich froh, dass wir Josef haben. Und wenn er sagt, es wird von jetzt an keine Diebstähle mehr geben, reicht mir das. Danke, dass du meine Sorgen zerstreut hast. Hier, für deine Mühen. Guten Tag. Vielen Dank. Du hast ein scharfes Auge. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass es alle erfahren. Sie werden es sicher gleich wissen wollen. Schlechte Kunde? Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang. Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Das sollte ich schaffen. Du sagst es ihnen also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein. Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bożek, der das nördliche Tor bewacht. Drei der besten Burschen Boklats, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast. Dann kriegst du deine Belohnung. Das dauert nicht lange. Ich soll mit einem Lieferanten sprechen, einem gewissen Oldik. Das bist nicht zufällig du? Ein und derselbe. Willst du was liefern? Der Wirt schickt mich. Ich soll ausrichten, dass es bei ihm zum Feierabend einen guten Schluck 66er Gulton gibt. Ein 66er? Ich werd nicht mehr. Wenn er ihn gerade erst bekommen hat, muss er in den Kisten gewesen sein, die ich ihm aus Sanbrek gebracht habe. Vom Kaiserreich nach Boklat? Du hast wohl ordentlich Mut. Die Route ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Das ist das Los der Lieferanten. Diese Beine haben mich und meine Fracht schon über ganz Stürm getragen. Den einen Tag geht's nach Oriflam, den anderen nach Kanva. Je weiter die Strecke, die man bereit ist zurückzulegen, desto mehr wird gezahlt. Deswegen sind die Aufträge für die längeren Routen immer heiß begehrt. Ich würde sagen, für heute habe ich genug geschuftet, um einen guten Tropfen verdient zu haben. Danke fürs Bescheidgeben. Geh mir aus den Augen! Ich brauche keine Träger. Pfirsiche und Birnen! Sonderpreise! Komm!
Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Bist du Milan, der Metzger? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Der Wirt hat etwas ganz Spezielles reinbekommen. Er würde dich gerne zu einem guten Wein einladen, wenn du hier fertig bist. Er kennt mich zu gut. Der Schinken hier wird hervorragend zu einem guten Tropfen schmecken. Schinken und Wein im Überfluss. In Bocklad kann man es sich wohl gut gehen lassen. Alle, die irgendwo hin wollen, müssen hier durch. Und mit den vielen Menschen, die über den Kristallpass reisen, kommen Waren aus ganz Valestea. Fleisch aus Andrek, Kräuter aus Rosaria. Manchmal sieht man hier sogar Kuriositäten aus den Landen Ashras. Mein alter Herr wusste genau, was er tat, als er sich hier niedergelassen hat. Danke für die gute Nachricht. Weißt du was? Vielleicht mache ich heute früher Schluss. Ich will meinen Freund ja nicht warten lassen. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeben. Lasst uns durch! Ich suche Bojack. Es hieß, er bewache das nördliche Tor. Du hast ihn gefunden. Ich gehe mal davon aus, du bist kein neuer Rekrut? Der Wirt schickt mich. Er ist an einen seltenen Jahrgang gekommen, einen 66er Golton, und meinte, den würdest du sicher gern verkosten. Einen Golton habe ich noch nie verschmäht, und ich wüsste nicht, warum ich jetzt damit anfangen sollte. Danke fürs Bescheidgeben. Du hast hier sicher viel zu tun, oder? In letzter Zeit kommen immer mehr Flüchtende an, die hier durch wollen. Versteh mich nicht falsch, ich habe auch Mitgefühl, aber Befehl ist Befehl. Keine Papiere, kein Einlass. Trotzdem versuchen viele, sich vorbeizuschleichen. Ab und an ist einer von ihnen auch dumm genug, es mit Gewalt zu versuchen. Und wenn das passiert, dann wird es ganz schnell hässlich. Weißt du was? Ein guter Wein ist jetzt genau das Richtige. Das wären alle. Vielleicht lässt mich der Wirt ja von diesem Wein probieren. Die Kaiserlichen sind eure Feinde. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Sonderpreise! Kommt und kauft! Meine Freunde wissen Bescheid. Sie sind bald da. Fantastische Neuigkeiten. Ich danke dir. Unser letztes Treffen ist eine ganze Weile her. So wie ich das sehe, gehört der Wein den Dreien genauso wie mir. Wie das? Nun ja, wenn Oldig mir nicht das wirklich gute Zeug liefern würde, könnte ich hier nur Plörre ausschenken. Und dann sind da noch Milan, der seine Kunden stets zu mir schickt, und Bojack. Ohne seinen kühlen Kopf wäre hier schon alles im Chaos versunken. Bocklad steht und fällt mit diesen Dreien. Nimm auch nur einen von ihnen weg und der Markt ist Geschichte. Und ohne den Markt hätte ich nicht einen einzigen Kunden. Das sollte mir einen 66er wert sein, findest du nicht? Kein hoher Preis. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Missmutige Wirte und finster dreinblickende Schwertkämpfer gleichermaßen. So, ich sollte langsam alles für meine Gäste bereit machen. Da hast du mich also einen waschechten 66er schleppen lassen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Zeug verkauft und wäre jetzt stinkreich. Einmal probieren reicht mir aber auch, wenn du ihn mir denn anbietest. Ein 66er Golton, meine Güte. Trifft sich gut, dass ich mir auch was Feines aufgehoben habe. Eine Flasche reicht für unsere Sorgen vielleicht nicht aus, aber schaden kann es sicher nicht. Da sind sie ja, die drei, die Bocklad nicht entbehren kann. Setzt euch, meine Herren. Mögen die Probleme auf der Welt noch so ungeheuerlich und zahlreich sein, mit ein paar guten Freunden kann man immer neuen Mut schöpfen. Besser hätte ich es nicht sagen können.
geh mir aus den Augen! Ich brauche keine Träger. Sonderpreise! Saftige Birnen! Steht euren Eigentlich will ich ja mal Schmied werden. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Tut mir leid wegen dem Pass. Macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spare meine ganzen Gil und kaufe ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte. Wie ihr wisst, stehen die Dalmeka vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupgas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr.
Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Was wisst ihr über mein Blut? Sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider. Führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sanbrek. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Will. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen, und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, Eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich... Wir Dragoons gelobten euch Treue, Eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbrek erlöst.
Was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist, Großer? Weg hier! Schnell! Ich weiß nicht. Torgal! Hier lang. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerken.